Stehen bleiben. Wir sind gleich da. Was dann? Wollen Sie mich abknallen? Das wäre schön blöd. Was dann? Naja, Sie hatten es nicht leicht die letzten Tage. Und da haben Sie einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Sie wollen, dass ich mich erschieße? Also bitte, ich bin doch kein Unmensch. Sie springen von der Eisenbahnbrücke. Ich verspreche Ihnen, es geht ganz schnell. Also los. Das können Sie nicht machen. Sie lassen mir doch keine andere Wahl. Tom ist mein Kind. Jetzt nicht mehr. Doch, ich bin seine Mutter. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Der Gentest in Ihrer Wohnung ist negativ. Weil Sie ihn gefälscht haben. Na, Frau Kessler, ich bin eben immer einen Schritt voraus. Aber jetzt Schluss mit diesem blöden Gequatsche. Los, vorwärts. Lassen Sie mich los! Weg! Warum haben Sie mir mein Kind weggenommen? Weil meines gestorben ist. Es rechtfertigt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie schrecklich das war. Erst Friedrich. Und dann auch noch mein Sohn. Was meinen Sie denn, wie ich mich gefühlt habe? Ich war völlig alleine. Ich auch. David war weg, wegen Ihnen. Aber Sie sind doch noch jung. Sie können noch viele Kinder bekommen. Aber das war meine letzte Chance auf ein bisschen Glück im Leben. Sie sind ein Monster. Ich gebe einen Dreck auf Ihre Meinung. Na los. Drücken Sie ab. Nein. Nein. Wir gehen zur Polizei. Sie werden alles sagen, was Sie jemals angestellt haben, und dann werden Sie bestraft. Dann bekomme ich mein Kind wieder. Und David kann zurückkommen. Niemals. Wenn Sie den Mut haben, dann beenden Sie es hier und jetzt. Frau Stahl, ich warne Sie. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Na los! Los! Sie stehen! Ich krieg sie so oder so! Bleiben Sie stehen!